Moin zusammen, wir sind zu zweit und hüpfen eine Runde nach Edgefield mit einem Beweis mit unserem üblichen Schwierigkeitsgrad, den ich auch immer in die Beschreibung runterpacke. Und ja, mal schauen, wie sich der Geist verhält. Ich gehe gern nach Edgefield, weil der Vorbereitungsweg ist hier nicht so lang. Man hat einen sehr kurzen Weg vom Truck bis zur Eingangstüre. Und die Aufgaben sehen gut aus. Breaker ist im Keller. Dann hüpfen wir mal rein. So, und ab geht's. Oh nein, ich wollte den Schlüssel nehmen. Oh Mann, ich bin noch ein bisschen auf Demonologist, ey. Ich versuche mit E die Lichter anzumachen, sorry. Oh, Türchen ist schon auf, sehr nett. Ich hoffe, die Aufnahme wird nicht abschmieren. Es tut mir leid, falls es böse Ruckler oder so gibt. Ich habe ein paar Änderungen gemacht im Process Lasso. Ich habe die Prio von Phasmo und OBS höher gestellt, um zu schauen, ob das vielleicht das entweder stabiler und besser macht oder ob es... Okay, ich habe was gehört. Oder es könnte auch sein, dass es Instabilität natürlich bringt. Also, das ist jetzt hier ein Test und ja, mal schauen, wie das jetzt läuft. Noch geht es eigentlich, die... Ja. Hast du das gehört mit Tina Turner? Ja, ich habe das gesehen da in den Nachrichten da von dir. So, dann schauen wir mal, mit wem wir es hier zu tun haben. Hier ist ein Versteck, das ist schon mal sehr gut. Dann lassen wir mal dieses Licht an, machen das... Ich habe, glaube ich, gerade was gehört. Oh mein Gott. Also ich glaube, diese komischen Voids, die man hier überall hat, das liegt wirklich... Oben im ersten Zimmer, im blauen Zimmer, sind versteckt. Schon. Ja, ich glaube, im Keller war auch ein Versteck, also beim Breaker. Und der Knochen ist im Wohnzimmer, ich kümmere mich direkt drum. So, Stunde der Wahrheit, Kamera, zieht immer Leistung. Oh mein Gott, das geht aber. Okay. Ja, also ich hoffe, es ist für euch noch alles stabil. Wo ist denn unser lieber Ghosty Pants? Von dem habe ich nämlich noch nichts gehört. Also nur ein bisschen Gerumpel vielleicht. So, machen wir mal ein Kerzchen an. Are you here? Give us a sign. Where are you? Are you here? Hier ist kein Versteck. Can you give us a sign? Hm. Sind überall keine Verstecke hier. Ups, ich wusste nicht, dass du da rein wolltest. Ich wollte dir nicht die Tür ins Gesicht hauen, sorry. Ja, ich wollte nur mal gucken. Das friert dann mal und ich hätte ja Sachen. So, scannen wir mal. Ja, ich scanne mal kurz unten mit dem Parabol, ob irgendwo was herkommt. Nein. Ah. Nee, eher hier oben. Ich hatte kurz ein Reading hier in Richtung Kinderzimmer und Badezimmer. Ein ganz kleines. Jetzt hatte ich eins aus Richtung von diesem großen blauen Schlafzimmer, glaube ich, wo der eine Schrank und das Bad ist. Where are you? Give us a sign. Are you here? Okay. Also wahrscheinlich oben, wie es jetzt aussah. Nehmen wir mal das Thermoline. Ich habe wieder so leichte Bugs. Das ist nicht gut. Oh, fuck. Oh. Hä? Was? Was? Moment, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Warum war das auf der Treppe so niedrig und jetzt... Hä? Mm-mm. Irgendwie verarscht mich das Thermos. Es hat hier unten gerade 4 Grad angezeigt, aber oben kommen die Sound-Readings her. Ich werde daraus nicht schlau. Ist es vielleicht auch der Keller? Immer die Flacke hier vor.
Es ist der Keller, glaube ich. Hier wird's kalt hier unten. Es ist, glaube ich, der Keller. Ja, er war gerade an der Tür hier. Keller. Am später. Von Anfang an, dass der Keller ist. Naja, immerhin ist der Breaker da. Nicht zu viele Lichter auf der Map hier anmachen, weil diese Map, die hat ein bisschen Probleme, wenn die Lichter überladen werden. Wie ihr seht, es ist hier jetzt auf der Treppe gerade arschdunkel. So, da vorne ist direkt ein Versteck. Und der Breaker ist hier drin. Das war meine Sanity. Tschüss, Sanity. Sag mal, was geht denn mit dem jetzt? Ich muss Sanity checken. Der hat mich zweimal erwischt. Was war? Vorsicht, der hat dich auch erwischt. Komm, einmal Sanity Pill nehmen. Du bist auf 50 runter. Ich glaube, einmal ist er auf mich und einmal auf sie. Wie es aussieht. Warte mal, machen wir mal hier oben das Licht aus, damit diese Überladungen nicht mehr passieren. Weil ich weiß nicht, die Map hier, die hat ein Problem, wenn man zu viele Lichter anmacht, dann seht ihr das hier, dann ist das so dunkel hier. Dann habt ihr diese komischen Voids. So, machen wir einmal so. Ich hoffe, wir haben nicht wieder hier einen Lehmann. Okay, das Salz muss auf jeden Fall noch runter. Ich glaube, die Treppe hat wieder einfach diesen komischen dunklen Bug. Hast du die Pillen genommen? Ja. Okay, perfekt. Weil der hat uns jetzt gerade doch schon ziemlich oft erwischt. Den Sensor kannst du hier in dem anderen Raum da rein tun. Hier an das Regal hier, das der hier zur Mitte zeigt. So, das Salz tun wir mal hier hin. Okay, er ist gerade reingelatscht. Die Vorlampe bleibt da, weil da die ganzen Türen sind. Da liegt die UV-Lampe. Guck mal, ob da Fingis drauf sind. Und ein Foto kannst du auch von der Tür machen mit der Kamera, die da liegt. Dip, dip. Die Kameras müssen auch noch rein, also die Videokameras. Dunkelheit, hallo Dunkelheit. Dann scheiße, ich kann, das kann ich ja nichts packen hier. Das sind keine Fingis, ich sehe zumindest keine. Und der hat die ja gerade eben erst angefasst. Er ist gerade da. So, da sind die Salzfüßchen auch. Oh, das war der Breaker. Schnell, Foto, Foto. Wo ist die Kamera? Jin ist raus, Wraith ist raus. Foto machen. Ich habe schon fotografiert. Dann mache ich den einen Salzfuß hier. Der, wo das Salz drin liegt, der ist schon. Und die anderen hier kannst du fotografieren, wenn du willst. So, dann ab nach oben und den Rest holen. Ich weiß jetzt nicht, was unsere Sanity so macht. Wir brauchen noch die Spirit Box. Wir bräuchten einen Smudgy und wir bräuchten eine Kamera. FPS, alles gut. Ja. Nvidia sagt wieder sehr niedrig, aber OBS sagt alles perfekt. Okay, haben wir hier ein Orbi irgendwo am Floaten? Hier unten im Geisterraum ist ein Versteck. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Okay, er war also bei mir gerade noch drin, aber jetzt ist er gerade rausgegangen im Moment. Ich habe gerade die Kamera gedroppt. Ich weiß, wo du bist, aber ich habe sie nicht mehr. Hallo Schatten. Ja, die ist alle. Ich kann kein Foto machen. Schade. Wo ist denn die blöde Kamera hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich sie hingedroppt habe. Okay, er hat gerade ein Singing Ghost Event gemacht.
Aber wir brauchen, glaube ich, gar kein Geisterfoto. Also ist alles gut. Wo ist das andere Buch eigentlich? Okay. Was brauchen wir noch? Wir müssen das Versteck markieren. Wir brauchen das. Ist natürlich gefährlich, sich da unten handeln zu lassen und sich auf das Versteck zu verlassen. So. Ein bisschen auf die Tür ausrichten. Ah, da lag die Kamera. Ja, warte, ich nehme doch immer den hier, ne? Nehmen wir den wieder. Oh, Fan. Wait, wait, wait. Gimme Fan, gimme Fan. Your biggest Fan. 2, okay. Oh, du hast ihn wieder ausgemacht. Interessant. Lass ihn doch an. Ist doch schön kühl mit dem Fan. Wieder eine 2, okay. Also kein Freezing, keine Fingies. Okay, ich habe bis jetzt kein Freezing gesehen, keine Fingies, keine Spirit Box bisher. Die lassen wir mal hier, falls wir doch Fingies nach dem Hand checken wollen. So, und dann... In der Küche hast du auch noch einen Versteck, da wo ich den Glowstick und die Taschenlampe hingelegt habe. So, haben wir noch. Kannst du gleich diesen Smugstick unter dem Salzhaufen rausholen? Ich habe den aus Versehen so unter Salzhaufen geschmissen. Dann muss ich gucken, Grom. Wir müssen aber aufpassen, wir könnten bald in Hunting Range kommen. Mal hier schon da vorne, siehst du da? So, ich habe noch das zweite Buch. So. Okay, ich habe den Smudge. Ich schmeiß den da mal mit rein. So. Okay. Da wir noch gar keinen Beweis haben, würde ich mal sagen, wir testen mal. Okay, es ist normale Türinteraktion. Zweimal. Okay, Fotos müssten erledigt sein. Ich gucke nochmal nach Fingies. Keine Fingies. Dann lass uns mal im Truck kurz die Dots anschauen, ob da vielleicht Dots kommen. Vielleicht ist es ein Goryeo mal wieder. Weil meistens, wenn man ewig gar keinen Beweis kriegt, ist es meistens ein Goryeo. Oh, unsere Sanity ist mega am Arsch. Wir müssen aufpassen. Wir sind in Hunting Range. Könnte vielleicht ein Shade sein, weil der noch nicht gehuntet hat. Oder ein Deochen, der mir bis jetzt einfach noch nicht geantwortet hat auf die Box. Weil der hätte schon längst hunten können eigentlich. Jeder andere Geist. Ich würde mal in Richtung Late Hunter gehen. Also Wraith ist raus, Jin ist raus, definitiv. Weil, und Hantu würde ich auch rausschmeißen, weil es friert nicht. So, schauen wir mal, ob es ein Goryeo ist. Also Orbis sehe ich keine bisher. Ich wechsle mal auf die andere. Ich habe die Dots da extra vor diese Tür gelegt, dass man die mit beiden Kameras auch sehen kann. Und diese Kamera hier habe ich auf die Tür ausgerichtet, falls es ein Yurei ist. Dann kann man das ja auch beobachten. Ich sehe auch keine Dots. Ich sehe auch nichts. Ich könnte nochmal die Spiritbox testen. Ich würde mal so als Verdacht so sagen, entweder Deochen oder Shade. Obwohl, er hat ja vorhin ein Event gemacht. Oh, das war die Tür, aber es war eine normale Interaktion. Ich sehe nämlich auch kein EMF5. Vielleicht haben wir auch einfach keine Spiritbox-Antwort bisher bekommen. Weil ich hatte in einem Raum das Licht vorhin noch an. Ich versuch's mal mit der Spiritbox-Antwort. Ey, guck mal, der hat den Mannequin da oben hin teleportiert. Siehst du das durch das Fenster, das obere Fenster von hier aus? Guck mal. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Krass. Da, der Mannequin ist da oben jetzt im Flur. Mannequin, guck, ist am Fenster raus. Ja, der kriegt jetzt auch was frische Luft. Okay, das heißt, wenn es ein Deochen sein kann, muss ich hier das Licht anmachen, weil...
Warte mal, ich brauche noch eine Taschenlampe. Falls das ein Diochen ist, dann muss ich den nämlich im Wohnzimmer kiten. Und da will ich eine Taschenlampe haben, die ich mir schnell greifen kann, falls ich sie brauche. Du kannst ja mal gucken, ob du vielleicht doch Dots oder so siehst. Das ist cool mit dem Mannequin. Ich krieg ein Feuerzeug weg. So. Okay, also der könnte natürlich jetzt gleich auch außerhalb der Kruzi spawnen, ne? Müssen wir aufpassen. Okay. Noch kein Angriffsversuch. Sehr suspekt. Oh. Jetzt hat er versucht anzugreifen. Ich habe doch keine Kamera, mein Freund. Ich meine, es ist lieb, aber... Wo bist du denn? Stehst du da hinterm Regal? Ja, stehst da. Okay, das Buch ist leer. Du hast da nicht reingeschrieben. Das hier ist auch leer. Where are you? Are you here? Komm her, du bist ein Deochen, ha? So handelt ihr einen Deochen, wenn ihr in einer Sackgasse seid. Es ist ein Deochen! So handelt ihr einen Deochen, wenn ihr in der Sackgasse hängen solltet. Es ist ein Deochen! Und hinter wem ist der her? Was? Ja, der ist mir hinterhergelaufen, klar. Ich hab gesehen hier an der Kamera. Ja, ich hab mich zuerst in den Schrank gehockt, als er loslegte mit dem Hand. Und ich dachte, falls es kein Deochen ist, kann ich einfach die Tür zumachen. Und ich habe gehört, der hatte einen Megaspeed drauf. Und ich habe erstmal gewartet, ob er langsamer wird, wenn er sich mir nähert. Und er wurde langsamer. Ja, und dann konnte ich einfach smatschen und raus. Achso, okay. Wir haben schon alle Aufgaben erfüllt, ne? Ja, den Knochen haben wir ja auch, ne? Ja, den Knochen haben wir. Ich glaube, wir sind fertig. Und ich glaube, das sind noch alles 3-Sterne-Fotos. Also Deochen eintragen und dann Abfahrt. Hab ich, okay. Okay, Abfahrt. Also Deochen ist ein sehr cooler Geist. Man muss wie beim Demon eben zum Beispiel wissen, wie man mit dem klarkommt. Man muss immer damit rechnen, wenn der noch möglich ist, dass man in der Sackgasse sein könnte, was sehr gefährlich beim Deochen ist. Da sollte man einen Smudge parat haben. Und man soll sich merken, okay, ich kann ihn jetzt da oben am Sofa loopen. Eigentlich kann man ihn bei Edgefield nur am Sofa loopen. Vielleicht kann man ihn in der Küche juken. In der Garage kann man ihn auf jeden Fall auch im Dunkeln juken, habe ich schon gemacht. Aber ja, immer einen Smudge dabei haben bei einem möglichen Deochen. Falls es dann doch keiner ist, ist ja gut. Aber wenn es einer ist, der findet euch selbst in der Sackgasse. Gerade in der Sackgasse, sehr gefährlich. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.